Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch nicht die Sequenzeinstellung wie im letzten Video, sondern heute zeige ich euch die Exporteinstellung. Auch eigentlich extrem wichtig und ein extrem wichtiges Basic auch, weil die Exporteinstellungen einfach das A und O sind für das fertig exportierte oder gerenderte Video. Wenn ihr da was falsch einstellt, kann das ganz schnell schief gehen. Dann könnt ihr ganz komische Verzerrungen bekommen im Video oder das Video sieht einfach irgendwie komisch aus. Deswegen zeige ich euch heute meine Exporteinstellungen, mit denen ich jetzt schon jahrelang arbeite, die immer funktionieren. Dazu sind wir wieder bei Premiere Pro und dann mache ich hier diese coole Transition. So, also wir sind jetzt hier bei Premiere Pro und ich zeige euch mal eben kurz den Clip, den ich hier vor mir liegen habe, welchen wir exportieren wollen. Das sind die Logos, geil, bisschen Interior Shots. Ja, das ist wie gesagt Motocrump, mega coole Leute und da habe ich echt diesen 15 Sekunden Clip gemacht, ja, so 15, 20 Sekunden, weil sie das eben angefragt haben. Und das war's schon. Easy. So, das sind ganz normale Clips eigentlich und das wollen wir jetzt eben exportieren. Dazu drückt ihr im Prinzip erstmal X, dann seht ihr hier diese blauen Dinger, diese Klammern. Und diese Klammern zieht ihr jetzt quasi an Anfang und Ende eures Videos, so wie ihr denkt, dass das Anfang und Ende sind. Dann markiert ihr die Timeline. Das passiert manchmal, dass wenn ihr jetzt hier das markiert habt und dann irgendwie nochmal woanders hingeht, das hier macht oder so und dann auf Exportieren klickt, dann funktioniert das nicht. Deswegen immer nochmal einmal einfach die Timeline anklicken, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, jetzt geht ihr auf Datei, dann auf Exportieren da, und auf Medien. Und hier kommt jetzt der spannende Teil. So, und zwar habt ihr hier eben das Exportfenster, die Exporteinstellung und wir gehen jetzt alles wieder Schritt für Schritt durch und gucken, was ich jetzt hier eingestellt habe. Und wie gesagt, diese Einstellungen funktionieren wirklich schon jahrelang bei mir. Das ist super, ich mag diesen Look, es ist schön und das ist eben auch dieser 24 FPS Cinematic Look. Das Format H.246. Dann natürlich Vorgabe wieder Benutzer definiert, einfach nur, weil wir natürlich alles einstellen. Ihr könnt jetzt hier einen Kommentar machen, aber ist egal. Ausgabename ist Motocrump Teaser. Machen wir mal Motocrump Teaser einfach. So, da könnt ihr auch den Ordner auswählen, wo ihr das speichern wollt. Und jetzt geht es weiter. Video exportieren, ja. Audio exportieren, ja, definitiv. So, dann geht es hier weiter zu den Videoeinstellungen. Und hier habe ich schon alles eingestellt, aber wir können nochmal kurz gucken. Ihr könnt hier auch mit der Quelle abgleichen. Das wäre dann im Prinzip eure Sequenzeinstellung. Aber zur Sicherheit machen wir nicht alles manuell. Heißt, einmal die Box anklicken und hier gucken. 1920, 1080, Full HD Einstellung, ja, passt. Dann, Framerate ist 24, passt auch. Seitenverhältnis, quadratische Pixel 1:0. Ja, das ist wichtig, dass ihr hier auch wirklich 1:0 habt. Wenn ihr da eine andere Einstellung habt, kann es sein, dass das Bild, was ihr am Ende beim Export dann rausbekommt, verzerrt ist. So, Fernsehnorm habe ich NTSC. Das ist jetzt erstmal relativ uninteressant, weil wir nicht im Fernsehen, also fürs Fernsehen produzieren, deswegen juckt das eigentlich nicht. Wichtig hier ist, dass ihr mit maximaler Tiefe Rendern anklickt und dann geht es schon weiter. Kodierungseinstellungen habe ich hier, also das ist bei euch sehr wahrscheinlich anders, auf Main. Das müsste eigentlich gleich sein mit euch. Aber dann hier Level. Das müsste standardgemäß bei eben 4.1 sein und ich gehe hier hoch auf 5.0, verbessert die Quality, aber jetzt ist nämlich irgendwas passiert, die Framerate hat sich geändert. Da gehen wir auf 24, drücken Häkchen, damit es feststeht. Dann, Bitratenkodierung, geht ihr bitte auf VBR 2 Durchgänge. Das ist quasi, also wenn ihr jetzt ein finales Produkt liefert, ich mache die Bitrateneinstellung immer manuell, je nachdem was ich gerade versende. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Alpha sende, also eine Version, die noch nicht als finale Version gilt, dann mache ich VBR 1 und gehe die Zielbitrate auf 10. Das ist dann eine relativ niedrige Qualität, aber dafür ist die Dateigröße sehr klein. Damit könnt ihr das schnell verschicken und ihr kriegt schnell Feedback vom Kunden. Wenn ihr die finale Datei dann abschickt, dann geht ihr bitte auf VBR 2 Durchgänge. Und ich mache das standardmäßig immer so, also das ist für mich einfach das beste Feeling. Ich drücke Zielbitrate auf 50. Damit ist die Dateigröße deutlich größer. Also wir haben hier das Verhältnis zwischen 24 MB und 119 MB. Dafür ist aber auch die Qualität des Videos am Ende ein bisschen besser.
So, dann geht's weiter. Das müsst ihr alles nicht markieren. Was noch wichtig ist, maximale Renderqualität verwenden. Auch das bitte anklicken und dann seid ihr durch. Das könnt ihr auch wieder speichern, indem ihr hier auf Vorgabe speichern klickt. Ich habe meine Vorgabe natürlich schon gespeichert, deswegen lasse ich das so. Ihr könnt das dann hier einmal abspeichern und benennen und so weiter. Und dann drückt ihr einfach nur noch auf Exportieren. Wenn wir jetzt hier auf Exportieren drücken, dann macht das Programm jetzt zwei Durchgänge vom Rendern her, vom Export. Und dann seid ihr schon fertig. So, und auch hier wieder, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden. Ansonsten könnt ihr auch erstmal einfach nur das wirklich machen, was ich hier gemacht habe. Step by Step einfach kurz abschreiben im Prinzip. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, schreibt es unten in die Kommentare und ich versuche es euch zu beantworten. Falls ich irgendeinen Fehler gemacht habe, auch nicht schlimm, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es auf jeden Fall beantworten. Dann gucken wir mal, was ich irgendwie vielleicht falsch gemacht habe oder so, wer weiß. Aber wie gesagt, mit den Rendereinstellungen arbeite ich schon sehr lange und es funktioniert wirklich gut. Von daher easy. Ich zeige euch jetzt eben noch kurz den Clip, den wir jetzt eben gerendert haben.